Tja Leute, hat man kein Spezialwerkzeug, dann baut man sich eins. Also ich habe wirklich nichts hundertprozentig Passendes, dass das hier außen genau auf der Lagerschale drückt. Also werde ich schnell nach Hause äumeln, mir das Flex holen und diese Lagerschale so weit runterschleifen, dass die hier entsprechend weit reingeht. Dann kann ich mit dieser Lagerschale dieses neue Lager reindrücken, reinklopfen. Kettenradträger föhne ich dann noch mit einem Föhn etwas warm, dann sollte das Lager leichter reingehen. Und wenn es sich ganz aufregt, nehme ich noch ein Kälteschockspray, sprühe das ein bisschen ein, weil es dann noch ein bisschen schrumpft und dann könnte es noch leichter gehen. Gut, ja, Flex suchen. Wer eine Drehbank oder was hat, kann das auch in der Drehbank machen. Ich habe keine, ich muss mich da so abspielen. Jetzt hole ich nochmal die Kette wieder hier rüber. Damit man das auch alles sieht. Ich muss jetzt gucken. Ja, ein bisschen fehlt noch, aber das Lager geht schon weiter rein. Dass wir das nachher, wenn wir das neue Lager mit dem eindrücken, einpressen, einklopfen, das alte natürlich dann wieder sauber rausnehmen können. Sonst haben wir dann ein Problem. Also noch ein bisschen runterflexen, wenn es dann gut reingeht, kann ich das neue Lager hineinmachen. Und um es etwas gleichmäßiger zu machen, habe ich hier das Lager jetzt auf eine Nuss drauf. Und ja, gucken wir mal, was passiert. So, das sieht ja viel besser aus. Und wird es hineingleiten. Das markiere ich mir jetzt mal und messe das aus, ob das schon ausreicht. Tja Leute, was soll ich sagen? Lager geht sauber rein und raus zum Drücken und ich kann euch eins sagen, habt ihr euch einmal so ein Lager zurechtgeschliffen, eben um andere Lager reinzumachen, schmeißt sie nicht weg, legt die zurechtgeschliffenen in der Kiste rein, in eine alte Radlagerkiste, wo ja dementsprechend bearbeitet sind und dann könnt ihr die immer wieder verwenden. Erfahrung sagt, hat man Scheiß einmal gemacht, kommt auch ein zweites Mal. So, ich werde das ganze Ding jetzt hier außenrum mit einem Heißluftföhn erwärmen. Und dann gucken, dass wir das neue Lager neu kriegen. Und dazu hole ich euch natürlich gleich wieder dazu dann. Es kommt, wie es kommen muss. Mädels haben mir angeschrieben, ich soll sie abholen. Die waren unterwegs mit dem Zug nach Dillingen. Bisschen shoppen gehen. Und dann kam die Nachricht, ob ich sie abholen kann. Weil der Zug gerade vor der Nase weggefahren ist. Bla 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 bla. Aber wir sind dann noch zum Norma und ich habe fette Beute gemacht. Ich habe Spatzen löhnen lassen. Einmal Zebra, dass ich weiter kratzen kann. Einmal Red Bull, dass ich hier nicht eingehe. Und ein schnelles Putensandwich, dass ich was im Magen habe. Halb drei schon wieder. Halb drei und immer noch nichts gegessen. Sprich, ich mache jetzt Brotzeit, danach föhne ich das Ding an und dann machen wir das Radlager neu. So läuft es jetzt aber auch, hoffe ich. Und wann ist das Föhn warm genug? Ja, dass ich die Kippen dran anzünden kann. Reicht normalerweise noch nicht. Egal. Ich probiere es jetzt einfach. Thank you.
Habt ihr den Klangunterschied gehört? Das heißt, das Lager ist drin. Wunderbar. Lassen wir bloß ein bisschen abkühlen und dann machen wir gleich den Dichtring drauf. Den tun wir ein klitzeklein bisschen einölen. Einfach, dass er ein bisschen leichter reinflutscht. Ja, drin ist er. Hier, oh, hier auch noch ein bisschen einölen. Und hier sitzt dann eben diese Scheibe ganz genau drin und dichtet ab. Und so, wenn die so eingelaufen ist wie die andere eben, dann kann ich nicht mehr abdichten. Aber dazu später mehr. Ich kann jetzt den Kettenradträger auf die Seite legen. Ja. Und dann geht es mit der Felge weiter. Hierzu machen wir es uns am Boden bequem. Ach, scheiß Dreck. Wo ist mein Knie-Pad? Ja. Ja. Kurzes Labersülz. Auf der Seite sollten zwei Lager drin sein. Rein theoretisch. Werde ich nachher sehen. Und auf der Seite ein Lager. Und das probiere ich jetzt als erstes rauszuklopfen, gehe ich mal davon aus. Hier wieder Dichtring raus. Und hier innen drin ist eine Distanzhülse. Wenn wir die weit genug auf die Seite schieben können, sollten wir von der anderen Seite eventuell hinkommen, um das Lager rauszuklopfen. Aber das weiß ich auch erst hinterher. Da ist das Lager. Oh Mann ey, ist das jetzt ein Scheiß? Da muss ich jetzt wieder suchen, dass ich was Langes finde, um das rauszukloppen. Also doch zuerst die Seite. Ich schaue jetzt, dass ich das auch warm mache außenrum. Und dann hilft ja nichts. Irgendwie kriege ich den Scheiß schon raus. Ich muss bloß aufpassen, dass ich eben innen die Buchse nicht kaputt klopfe. Wahrscheinlich hole ich euch erst wieder dazu, wenn ich das Lager draußen habe. Also sobald ich es schön warm habe, wird es mir passieren. Also das sind jetzt die zwei Lager auf der Seite. Läuft sie, ja, Kamera läuft und... Hohoho, sieht gut aus. Also irgendwas Längeres zum fertig rausklopfen. Ah. Jawohl. Da sind sie. Was haben wir hier mit drauf? Da sind sie, die zwei Lager. Ah, sehr schön. Dann kann ich den ganzen Mist umdrehen. Auf die Schrauben auflegen. Draußen sind sie. Juhu, wie geil.
Da muss ich jetzt erstmal gucken. Die werden schon noch gegangen. Aber was hat es hier auf sich? Da schaue ich jetzt erst einmal im Bügel nach. Also im Bügel ist auch so ein Ding dran. Ich denke mal, das ist einfach ja, sozusagen ein Fettvorrat. Ich mache das jetzt sauber, mache eins das große Lager sauber und eins von den kleinen. Und die werde ich dann wieder dementsprechend außenrum abschleifen, um dann die neuen Lager rein zu klöppeln. Jo, und das Ding dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen nachher zum Nein machen. Ansonsten haben wir nämlich ein Problem. Jo, die hält innen die Buchsen dementsprechend auseinander, dass die Innenlager nicht zusammenrutschen können. Gut. So Leute. Schauen wir mal, die Lager sind mittlerweile abgekühlt. Hier, rein, raus, ohne Probleme. Kann ich die neuen Lager damit reinmachen. Andere Seite, rein, raus, ohne Probleme. Wunderbar. Dann überlege ich mir jetzt noch, welches Lager ich zuerst reinmache. Aber ich denke, das hier. Andere. Eigentlich egal. Fangen wir mit der Seite an. So. Das war das große, gell? Ja. Gucki, gucki, guck, guck, guck machen. Das ist die übrige Seite. Genau, wo nachher auch der Dichter reingehört. Gut. Hier habe ich noch mein Fett, was wir nachher mit Neuräumen neu drucken. Dann kann es ja im Prinzip losgehen. Jawohl. Ach, ist es noch ein bisschen warm oder nicht? Das ist aufgeschissen, das mache ich jetzt so neu. Wieder dieses Pling. Das heißt, Lager ist komplett drin. Können wir unseren Dichtring nehmen. Da hole ich jetzt aber gleich das Fett. Na komm schon, raus hier. Ich spiele hier gleich ein bisschen Fett rein. Wieder ein bisschen Öl außenrum. Na komm schon. Dann kann man den auch schon wieder einsetzen. So. Jo, drin ist es. Tja, Freunde. Lager wieder auf die Tür dem anderen dazu. Und dann können wir auch schon die nächste Seite in Angriff nehmen.
glaube, die werde ich gleich wieder ein bisschen anwärmen. Gucken, dass das Holz wieder auf den Schraubenköpfen aufliegt, nicht auf der Bremsscheibe. Dann nehmen wir den Joschi hier. Und das ganze Ding einmal schön einfetten. Kommt der so wieder hinein? Plopp! Und dann brauchen wir erstmal den Zebra für den Handschuh. Kann ich das jetzt wieder anwärmen? Erst einmal ein bisschen sauber machen hier. Das stinkt ja fürchterlich. Tja, und dann die anderen zwei Lager nacheinander reinklopfen. Aber das mache ich jetzt ohne Video. Oh Leute, aber bevor ich jetzt die nächsten zwei Lager reinklopfe, kurze Erklärung aus der dunklen Ecke mit einer Kippe und einem kalten Kaffee. Ich habe es oft genug schon gesagt. Ich habe Mechaniker gelernt, ich bin gelernter Mechaniker und ich denke, ich weiß sehr gut, was ich tue. Ich mache mich vorher auch immer schlau. Ich habe mir auch für die Lager rein- und rausmachen am Motorrad habe ich mal ein paar Videos angeschaut. Das Beste aus allen Videos habe ich mir zusammengeklaubt. Was ich jetzt nicht gemacht habe, die Radlager in den Gefrierschrank und eingefroren. Dann werden sie wahrscheinlich noch leichter reingeflutscht, aber ich denke, ist ja nicht nötig, die gehen relativ einfach rein und raus. Da bin ich vom Autos ja, ganz andere Sachen gewohnt. Ja, und deswegen mache ich auch so viel selber, weil ich es eben mal gelernt habe, nicht Motorrad, Kfz-Mechaniker vom alten Schlag. Tätigt es jetzt. Sandwich. Täte ich das jetzt nicht alles wissen und können, müsste ich mein Moped auch in die Werkstatt tun. Wer davon keine Ahnung hat, Leute, begibt euch selber nicht in die Gefahr oder in Gefahr, macht so einen Scheiß selber, lasst es von Fachleuten machen. Ja, und wenn ich was partout nicht kann, dann gebe ich meinen Scheiß auch weiter. Aber bis jetzt, toi toi toi. Und ich hoffe, dass ich noch verdammt viel an dem Moped selber machen kann. Nicht muss, sondern kann. Wenn es bloß nicht immer alles so teuer wäre. Allein schon das Material. Nur diese Schraubrunde jetzt, ich glaube 320 Euro oder was ich ausgerechnet habe. Aber hilft nichts. Moped muss laufen. Moped braucht weniger Sprit. Ja, sollte ich vielleicht noch anders fahren, dann brauchst du noch weniger. Ich brauche Moped zum in die Arbeit fahren. Genau, so schaut's aus. Aber ich klopfe jetzt dann gleich meine Radlager rein. Und wenn die drin sind, geht es dann eigentlich mit der Vorderachse weiter. Warum mit der Vorderachse? Warum mache ich hinten das Rad nicht rein? Ja, ganz einfach, wenn ich nochmal Lager flexen muss, klopfen muss etc. pp. Wie gesagt, Geräuschkulisse. Reinschrauben macht keinen Krach. Klopfen, flexen macht Krach. Und morgen Sonntag und deswegen mache ich das heute. Ja, genau. Dann habe ich lieber zwei Räder nebendran stehen, wo ich noch, nur noch einbauen muss, Belege wechseln und gut ist. Ja. Man ist ja schließlich nicht auf dem Land. Leider. Ja, das war mein kurzes Zwischengefasel. Und jetzt Schlurf, Rauch, Klopf.